So, Abfahrt. Schießen. Das Problem ist halt wirklich, dass wir uns komplette, also dass wir uns alles teilen müssen. Ja, aber dafür sind wir auch zu viert, ne? Ja, aber diese. Alter. Ja, ich muss das nehmen. Mir sagt er nicht, was was ist. Ah, okay. Links ist Leben. Links, das, genau, zusätzliches Leben. Die mittleren drei sind alle Attack-Speed, aber in verschiedenen Abstufungen. Ich glaube, Max hat die beste Chance gesnackt. Genau, rechts schnell laufen. Ja klar. Hatte der das jetzt abgebrochen? Ja, abgebrochen. Also, haben wir jetzt die Verbesserung bekommen? Ja. Okay, weil da war so ein komischer Timer dann am Ende. Ja, wahrscheinlich damit alle einfach Leute den Namen verblatt. Na gut, Fit, wa? So. Ja, idealerweise bleiben wir unten bei meiner Kanone, weil die kann nicht moven. Oh, hier kommt Chef hier, hier kommt ein krasser Typ. Ja, ich würde mal Leben nehmen, weil ich immer nah an die Gegner ran muss. Gut, dann mach's. Los. So, jetzt müssen wir uns, glaube ich, absprechen. Also das ganz linke ist der most busted perk im Game. Wenn man springt, ist man Leben. Weil immer wenn ihr springt, genau, kriegt ihr ein Leben zurück. Das ist wahrscheinlich für Sterzig jetzt geil, weil er so viel Leben hat. Wobei ich Sterzig auch gut finde auf dem rechts, ne? Auf der Aura rechts. Also zweiter rechts, wo ich gerade drauf bin. Das ist slow. Wenn die Gegner in deiner Nähe sind, werden die slow. Jo, das ist gut für Sterzig, den Totenkopf. Ja? Ja. Wir werden alle geslowt um dich herum. Was ist das ganz rechts? Ganz rechts ist, wenn du dich bewegst, wird dein Sprung schneller wieder ready. Dann nehme ich den Totenkopf. Dann würde ich das ganz rechts nehmen, wenn das für euch okay ist. Klar. Okay. Ja, Brücke, dann nehme ich das ganz links, oder? Ich nehme Area of Effect, also Granate. Okay, nehme ich das ganz links. Was macht dann das ganz rechts da auf dieses? Crit-Chance. Oh geil, das will ich haben. Ich will critten. Mir wird das leider nicht angezeigt. Ich sehe nur den Text von jemandem von euch, wenn er drüber geht. Die Uhr ist Abklingzeiten. Von Fähigkeiten, also auch von Sprüngen und so. Tü. Ja, klasse. Was ist das ganz nett da? Ja, scheiße. Uhr ist Abklingzeit, ne? Was wollt ihr wissen? Uhr war Abklingzeit, ja. Das ist AOE-Damage. Aber nur bei AOE-Fähigkeiten. Was ist das? Bewegungsgeschwindigkeit? Ja, das ist nice. Ja, dann sollte ich das vielleicht mal nehmen. Leg ein Herz. Das ist der Lüge. Wir rasieren hier halt alle. Aber unser Damage ist halt insane, ne? So, das ist Crit Damage. Und Flächenschaden. Oh, Crit würde ich gerne nehmen, wenn ich darf. Ja, nimm einen lilanen Totenkopf da. Flächen den kannst du auch nehmen, schätze ich, das auch für deine Aura gut. Ja? Ja. Okay. Oh, hier ist so ein Chef hier, so ein Boss. Kann ich gar nichts. Huch, wir hatten gerade zu viel Damage bekommen. Ich habe Damage bekommen. Okay, was ist jetzt? Das rechts kann mal jemand. Okay, also. Das rechts kann nur Max, glaube ich, haben. Also Max kann die über die Dinger haben. Die Schüsse werden verdreifacht, aber. Ja, das ist krass wegen meinem Geschütz, das hat das auch. Ja. So, dann das hier ist Crit, ne? 40% Crit-Chance. Ich würde super gern Crit nehmen, aber ich verstehe auch, wenn ihr das haben wollt. Nee, wenn du auf Crit committest. Aber danach, also du nimmst dieses Auge und danach kannst du nicht noch mehr Crits decken. Also keine
Crit-Chance mehr erhöhen. Ja, es ist ja. Auch dann auf. Aber das ist doch, also ist doch krass, dann kannst du nur noch Crit-Damage holen und alles und Attack-Speed. Ja, wenn das für euch okay ist, dann würde ich mir das lenken. Ja, dann gönn. So, der hier verlangsamt Schüsse, getroffene Gegner. Ich bin jetzt richtig asozial, ne? Wer hat jetzt noch nicht? Brücki? Ja, ich weiß auch nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube, Flächenschaden bei Sprung war es hier links, ne? Ja, nämlich. Was ist hier der Getränk? Der ist supportive, der ist, glaube ich, die Schüsse der Gegner sind nicht so genau. Da, also die Knarre ist gut, weil das slowst du mit deinen Schüssen, das ist ultra gut für dich. Ja, cool. Alter, jetzt wird hier geballert. Ja, die Level halt jetzt. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt? Ja, ja. Und jetzt gehe ich auf Moment Speed, Attack-Speed. Ich würde mal Attack-Speed nehmen, ja. Ja, ich nehme Damage. Oder war Crit-Damage, Pia? Ja, aber ich kann ja nicht mehr critten, oder? Doch, also nicht Crit-Chunk, sondern Crit-Damage. Der Schaden so, deiner Crit-Damage. Ich sehe leider nicht, was ist. Ich muss der Totenkopf, das willst du immer haben. Dann will ich immer die Totenköpfe haben. Aber das geht halt viel zu schnell. Ja, es ist am Anfang. Weil wir halt sehr viel aufsammeln. So, also Brücki sollte mein Leben nehmen, glaube ich. Kein Front. Ich mal bewegt, okay, dann keine. Warum habt ihr so viel mehr Geld als ich? Weil ihr mehr aufhebt, oder was? Oder weil wir teilen uns alles. Ja, weil ihr habt so eine Bounty. Wir haben alle so eine Bounty. So, ja. Ist das vom Kill? Ich glaube, ja. Aber ich bin nicht sicher. Da liegt ein Herz rum. Ja, das würde ich mir gönnen. Schade. Oh, hier, das ganz rechts, Pia. Das ja, ich gehe auf das ganz rechts. Ja, ich würde Schaden nehmen, den goldenen. Ja, gönn. Mein Knüppel, das mit dann dir schütze ich. Dann nehme ich den blauen. Mhm. Ich treibe irgendwie gefühlt auch immer das Beste, ne? Naja. Bitte beim Geschütz bleiben. Ja. Weil wenn jetzt der Boss kommt, ist das Geschütz aus dem Frame und dann ist doof. Ist blöd. Ja. Warum? Gut. So, ich gehe wieder auf das Crit-Ding, wenn ich darf. Ja. Auf den Totenkopf. Ich nehme Leben. Holt euch den lila Schaden, lasst den nicht übrig. Ja, ja. Ja, keine falsche Scham, Freunde. Jetzt reicht's mal. Und wichtigste Regel natürlich nicht sterben, ne? Ist ja auch klar. Na klar. Oh, Stetti, du hast ganz schön wenig Leben, da liegen ein paar Herzen. Ja, oh, hier kommt irgendein Wasserbeef. Ich hol mir wieder meinen Crit. Dann würde ich mal Leben nehmen, I guess. Ciao. Und noch ja, das ist jetzt der Loot von dem Boss. Okay, also das hier ist, man kriegt immer ein Leben, wenn man Level aufsteigt. Das ist, man macht immer mehr Schaden, umso mehr Leben man hat insgesamt. Ja, das sollte ich. Das ist für Stärke krass. Also das blaue hier. Ja, einer sollte es ganz links nehmen. Das macht Spezialangriffe von Gegnern weniger genau. Was ist denn das ganz rechts? Du machst Damage, wenn du springst. Das nehme ich. Das ist für Flächenschaden. Ja, dann nehme ich das links fürs Team. Ja, einer sollte aber das hier nehmen, das Herz eigentlich. Was macht das Herz? Steht da. Oh, das ist auch geil. Ja, das ist ultra gut, das sollst du nehmen. Dann nehme ich das, wenn du. Weil ich habe schon, dass ich mich heile, wenn ich jumpe. Okay, dann nehme ich das. Dann heile ich ihn ein bisschen. Heftig. So, jetzt kommen bessere Gegner. Nach jedem Hilf-Sheriff, den wir killen. Wir sind Gangster, ne? Also, wir sind Bösen. Klar, Mann. Ja, guck uns an. Was hast du gedacht? Ich habe ja nur gefragt, ob wir die Bösen sind. Aber Pierre, du brauchst nochmal Base Damage, glaube ich, sonst ist dein Crit Damage jetzt auch, ne? Also dann. Ja. Knallt besser. Ne? Alter, okay, deine Schüsse erhalten einen Sprung. Das ist natürlich krass wegen meinem Geschütz. Ich baller ja quasi schon 6 Schüsse, dann sind es 12, ne? Findest du immer einen Grund, das Goldene zu nehmen? Naja, aber es sind halt 12 Schüsse, die dann blauen Schaden einverleiben.
Ja. Ich nehme das jetzt. Und da könnt ihr euch ja beschweren beim Wissen. Alter, das ist ein Kaktusmensch. Ich glaube, wir müssen mal hier die Gefahr und gleich die. Ja, das wird auch schon mal schwerer, glaube ich. Das Problem bei mir ist, ich muss halt die ganze Zeit etwas näher ran, um mal ein bisschen den Text wieder aufzubauen. Ansonsten stehe ich hier rum wie so ein Sack in einer Wüste. Ich würde mal deshalb den Textbeat nehmen. Ja, hier Crit Damage auf jeden. Ich bin drauf. Ich krieg dann gleich die Bosse weg. Und wann kommt der erste Fuß? Soon. TM. Alter, stellt sich 10 Leben. Ja. Alter, 400er Kritz. Junge, du wirst halt auch immer größer und langsamer mit jedem Leben, aber du machst auch mehr Schaden. Alter, oh, nimm Damage. Das Leben dann. Ich glaube mir das Damage. Bevor Max wieder einen Grund findet, dann machen wir das Gold, das braucht. Leben? Alter, bist du nicht gut. Ja, guck mal meine Aura an. Alter. Da ist ein Herz, falls einer von euch hat. Nehm ich. Oh, bist du riesig. Komm mal in die Mitte. Oh, shit. Ich gehe jetzt einfach die ganze Zeit auf Leben. Ich mach 600er Kritz. Ich glaube, das ist das Gefühl, mein Charakter wird langsam ein bisschen unscharf. Ja, ja, wirklich. Ja, noch mehr Leben. Oh, oh ein Durchschuss. Durchschuss. Durchschuss eigentlich bei Max jetzt. Wäre natürlich bei mir sehr krass. Eskalativ. Weil was ist denn so Durchschuss? Nein. Das sollte wir anders nehmen. Oder vielleicht, okay, ich glaube, ich nehme Attack Speed, weil ich bin halt ultra langsam. Der Schuss durchgehen. Oh. Also ja, wenn keiner von euch den Durchschuss haben möchte, glaube ich in mir. Das ist geil, mehr Crit. Du solltest plus eins Leben nehmen, stell sie. Grün hat den reingezogen. So, wer nimmt Durchschuss? Achso, Durchschuss ist das Goldene. Mhm. Der, ja. Der ist das Goldene Schild. Ja, das würde ich mir klauen, wenn das okay ja, ist. Ja, dann mach. Das Goldene Schild. Wo ist noch Boss-Loot? Alter. Alter, Leute, nur Loot. Okay, jetzt muss wieder einer sagen, was alles ist. Also das hier... Deine Schüsse kommen zu dir zurück und können voll durch die... Ja, aber die Schüsse haben dann kaum noch Reichweite. Okay, nee, das will ich nicht. Könnte aber bei Stärze komplett disgusting sein, wenn du ganz nah am Boss dran stehst. Weil du ein Brrrr... Weil ich bin ja eh nah schon, ja. Wenn ich die Textil aufbauen will. Also, ja. Ricky, was hast du? Nimm's. Ja? Gut für dich, ja. Erhöht deinen Schaden um 30%, aber verlangsamt deinen Angriffstempo. Ich werde die Würfel nehmen fürs Team. Was ist das ganz links? Du musst halt stehen bleiben, dann das würde ich wahrscheinlich nehmen. Ja. So, was ist das? Das ist neu, glaube ich. Ja, das ist halt wack. So, und das hier ist vielleicht für Pia gut. 30% ja. Mehr Damage, schon mal Sakrit. Das ist das Fernrohr, ne? Mhm. Jo, nehme ich. Dann nehme ich das. Oha. Ja, das ist halt disgusting bei mir, ne? Hier liegt ein Herzstärzig, musst du aufsammeln. Ja, aber ich komme. Ja, ich komme nicht mehr hin. Ich bin auf dem Crit. Ja, kann da haben. Attack Speed würde ich nehmen vielleicht. Oder noch Schaden vielleicht bei mir? Ja. Das, ja. Du bist ja nur groß bis jetzt. Hol dir das Herz, Digi. Zack. Bleib einfach bei mir schütz und warte auf Herzen. Alter, da ist so ein Skelettkopf. Hier ist ein Herzstärke, hier oben. Schön. Alter, bist du riesig. Stell dich mal neben mich. Aber der Hühner. Nochmal Damage. Ich glaube, ich würde mal Schnelligkeit nehmen, weil ich riesig bin. Mhm. Dann nehme ich den blauen damit. Das ist actually arschmützig, wenn du nur Leben nimmst. Hier ist noch ein Herzstärzig. Alter, der ist komplett unscharf. Guck, wie scharf ich daneben bin. Ja. Und lass mal beim Geschütz gehen bleiben.
Boah, ey, Pia macht 1000er Crits, glaube ich, oder? Ja, kommt irgendwann raus, immer 1000er Crits. Ja, ja, schon richtig. Ja, dann nimm doch mal Base Damage, Pia, das nie lange. Jo. Weil das skaliert richtig heftig dann. Ich glaube, wir müssen Schwierigkeit draufstellen, trotzdem. Der Anfang ist immer so leicht, tatsächlich. 1100er Crits, Leute. Fast 1200er Crits. Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen früh. Wie viel Damage ich mache, Alter. Ja, guck dir meine Crits an. Alter, ich one-shotte einfach alles. Oh, wie groß ich bin. Das ist komplett. Oh, jetzt geht's los, Freunde. Wo ist er? Die Ratte. Ah, nochmal Level Up. Ja, ja. Warte, ich nehm Leben. Ich nehm Leben. Nimm plus 2 Leben. Dann würde ich das recht nehmen. Alter. Oh mein Gott. Guck mal, wie viele. Oh shit! Oh mein Gott, guck mal, das denn! Ja, ja, umso mehr Damage der frisst, umso mehr spawnen die. What the fuck? Wie schnell war das denn? Das haben wir noch nie erlebt. Okay. Es ganz links ist. Immer wenn man springt, kriegt man einen Schaden. Also nee. Es negiert meins. Aber man kriegt 10 Grundschaden dauerhaft. Nee, das will ich nicht. Das ist schön. Man kriegt immer das Rüstung, was ein Damage verhindert. Das jo. Will ich nämlich groß. Wobei deine Aura hier wäre insane riesig. Du hältst eine Aura, die Gegner in der Nähe. Also kriegst die kriegen Damage. Okay, ja, dann würde ich das nehmen. Aber die Upgrades davon habe ich. Also ich habe die ganzen Aura, ich habe die ganzen Reichweiten-Upgrades. Ja, okay, dann nimmt Chessig die Rüstung. Ja. Das ist so, sein Lebenssave. Ja. So, wer hat Durchschuss von uns? Ich habe Durchschuss. Dann nimm das, weil die fliegen dann jetzt automatisch immer auf den nächsten Gegner. Alter. So. Alter. Warte, wir haben einen Reroll unten, ne? Ja, ja. Aber das ist gut hier, ist gute Ausbeute. So, was nimmst du, Bröki? Die Zwiebel. Okay. Eine schöne Zwiebel. Dann erhöhe ich mein Angriffstempo, aber mein zweiter Schuss weniger genau immer. Aber ist ja Zwiebel. Egal, weil ich Disgusting Creep geschossen und. Jetzt check Martin. Ich's erst. Was denn? Dass das eine Zwiebel ist. Na klar. Alter, warum pupst du die ganze Zeit? Wie riesig ist dein Radius? Entschuldigung. Alter, welcher LAN-Modus. Digga, guck mich an. Alter, was ist das für eine dumme Lobby? Junge, was ist da oben? Irgendwo ein scharfer Hühner. Ja. Links oben ist noch ein Herz. Das Game hat gerade erst angefangen, Leute. Du, schaffen wir die 20 Herzen. Ich vermute tatsächlich sogar, ja. Wir sind auch viel zu stark. Also, ja, wir müssen echt. Halt gleich machen wir Schwierigkeitsgrad 3. Oh, Pia, ganz links. Okay. Ganz links? Oh ja, ganz links. Ja, ich nehme das ganz rechts vielleicht. Ganz rechts muss genommen werden, Junge. Ich hab nur, weil ich. Naja. Ja, ich mach jetzt auch krassen Damage, ey. Ich mach jetzt auch krassen Damage. Ja, eigentlich muss Brücke jetzt richtig auf Damage gehen. Einfach pure Damage, oder? Wäre auch gut, ja. Also eben zum Beispiel goldene Damage. Hab ich. Hab ich. So. So, was haben wir denn hier? Wenn du. Okay, also erstmal, wenn du springst, toll. WW, glaube ich, niemand. Schießt alle 4 Sekunden eigentlich um Kreislaufprojektil. Das ist doch für Brücke gut, oder? Gehst du nicht auf Nee, du gehst nicht auf Abkühlen. Doch, gehe ich auch. Ich habe Abkühlzelle und Reichweite genommen. Ja, also, geil. Das ja, aber das ist auch geil, weil dann hast du so ein Ding. So, dann ganz rechts, alle 30 Schüsse ist dein nächster Schuss langsam. Achso, ja. Ja, die fette Kanone. Ja, das wäre vielleicht für mein Geschütz und ja, so. Ja, mach das. Dann das Herz, wenn du unter 50% deines Lebens. Ja, ich glaube, ich würde hier das nehmen. Das hier, wenn du zwei Schaden hast. Mach mal den Würfel. Mach mal Würfel unten. Mach mal neu, weil das sind alles keine guten Effekte für uns, glaube ich. Also ja, Rakete ist gut, aber der Rest ist nicht so gut, oder? Okay, ich kann nicht. Oh. Wir müssen das alle drücken? Ich bleib schon gelockt. Ach, du hast schon gelockt, deswegen. Ach so, okay. Okay, also, dann stellt sich. Ne, du hast halt die Rüstung. Was also, ist das da links? Wenn du über einen Gegner springst, ja, fügst du den Schaden zu. Was ist dieser Pfeil, dieser Dude, der rennt? Wenn du dich bewegst. Oh, das wäre für Brücke auch gut gewesen. Wenn man sich bewegt, kriegt ein Gegner einen Blitz und der macht Flächenschaden. Wäre sogar besser gewesen, ja. Ja, ja, ich würde einfach das, wenn ich... Ja, mach's. Dann nehme ich das ganz rechts und hier das vielleicht das Herz. Was macht das? Ja, wenn du halt Half-Life bist quasi, ja, dann wirst du übergebufft. Ja, let's go. Ich hab eh nicht so viel Leben. Wo bin ich denn? Ach, da oben. Oh, oh mein Gott! Ach du heilige Scheiße. Die kommen alle auf einmal.
Da ist noch ein Herz. Der ja, ich bin halt voll. Ja, voll halt. Ich brauche jetzt dringend Münzen, damit wir leveln. Oh, irgendwie hat Schaden bekommen. Ja, das war mein Schild. Achso. Da! Ah, ein paar Herzen. Ich geh auf Base Damage. Okay, jemand von euch. Ich war schneller. Ja. Das ist okay. Hey, ja! Moin! Hallo! What? Alter, nach oben sind gerade 6 Raketen weggeflogen. Alter! Holy shit. Scheiße, ich bleib mal bei der Kanone, dann kommt auch der Loot dahin. Boah, pass auf, das ist nicht getroffen. Oh, hier, er wird aufs Maul. Au, ich hab Schaden bekommen. Komm, bitte, bitte, gönn! Gönn, gönn. Okay, ich glaube, das ist alles Müll. Ist wirklich so, ne? Ja, ich reroll. Oh, links. Das ist auch alles Müll. Warte mal. Das kenne ich nicht. 10% mehr Erfahrung. Die du bereits aber aufgesammelt hast. Holy shit. Ja, aber ist nicht so viel. Also, du kriegst ein Level oder so. Hatte ich schon. Also, das ist echt nicht so viel. Ganz dabei. Links ist Reroll einfach, ne? Hey, die haben echt gebufft. Dann würde ich das mal ganz links. Wir haben nur 3 Minus. Oder Würfel für Kisten. Nee, du. Ach, Scheiße, jetzt habe ich schon das gemacht. Das mittlere, wo ich drauf bin. Schon gesagt? Nee. Das mittlere ist so eine Au, ist so, glaube ich, so eine Area, wo ja, das Projektile langsamer werden. Und wenn du nah am Gegner dran bist, ah, ja, true. Ja, dann kannst du besser dodgen. Ja. Was ist dieses Ding, auf dem ich gerade drauf bin? Das Fokus, diese Hilfs-Sheriffs, wenn die kommen. Ja, geil. Dann greifst du nur die an. Das ja, geil, das will ich haben, weil ich crit. Das ganz rechts gibt, würde uns noch ein Level geben. Ja. Hast du nimmst du links, Max, oder? Ja, ich habe leider schon gelockt. So, Leben stärker. Pia ganz rechts wahrscheinlich. Ja. Yeah. Let's catch you, oh, nice. Leute. Können wir wieder zum Geschütz, bitte? Moin. Oh, du hast Scham bekommen. Sammel ein Herz auf. Ja, ja, ist ehrlich. Da, meine Raketen bahnen den Weg. Oh, Digga, du rennst jetzt aber auch in die Sachen rein. Ja, Leben. Wer hat es mir denn jetzt geklaut? Das war ein Leck. Ein ganz übler Leck. Ich habe da niemals. Du hast mir das geklaut gerade. Niemals. Ich habe es doch gesehen, dass du es geklaut hast. Beste Mensch auch. Es ist so frech. So, da bin ich wieder. Böse. Oh, Digga, ich bin so unscharf. Oh mein Gott. Ich würde gern mir ein Leben klauen, wenn ich darf. Das nächste Mal, weil ich habe nur 4 Leben. Das ist irgendwie ungemütlich. Ja, reicht doch. Oder? Gut. Wenn ihr sagt, das reicht, dann reicht's. Das reicht. Sterzik, hol dir ein Herz. Vor allem, das Krank ist, deine Hitbox wird nicht größer. Andauernd fliegen Sachen durch dich durch. Zack. Ist das verflucht? Kannst du bitte beim Beschütz bleiben? Sterzik, so Riesenboy, Alter. Ja, tut mir leid. Brücki kann doch immer die Sachen für uns aufsammeln. Der hat doch einen Riesenradius. Na dann. Jetzt wird's irgendwie knapper. So, hier ist Leben. In der Mitte, Pia. Nee, ich hab ja Base Damage geholt. Ich brauche ein bisschen mehr Base Damage. Du nimmst Lebensstärke, das ist klar. Ja, ich sage nur, wir haben jetzt nur blau gehabt. Wir hätten jetzt locker einmal rerollen können. True. Ja. Ja, dann mach ich das. Nur für gleich. Ich bin so riesig. Boah, Alter, wenn Brügge aufsammelt. 20 Herzen ist vorbei. Lass ein Like da. Lass mich später. Da. Geil, du hast 20 geknackt, Digga. Du bist daneben. Lass eine Spende da, Freunde. 1 Euro für ein Leben. Ey, hier oben ist ein Hilfs-Sheriff. Ja, genau. Nee, jetzt mal ehrlich, spendet 1 Euro. So, warte mal. Nee, reroll. Das ist alles Müll. Reroll. Boom. So, okay. Warte mal hier. Da ist Durchschuss. Einmal. Ganz rechts für Pia, das ist Crit. Ja, jo. Ja, ich bin dran. So, das ist alle Sprünge werden gleichzeitig geböllert. Was ist links an mehr Angriffstempo, alle 120 Sekunden, höchstens ja, 30%. Das ist kacke. Aber das würde ich dann nehmen, weil ich nicht schaden will. Nee. Hier, das für Brücke gut, Blitz? Ja. Was ist das beim Werder? Ja, das musst du wahrscheinlich nehmen. Oder? Oder das? Also, ja. Oder du machst. Ja, ist alles kacke.
Also für mich ist das gut, weil ich werde nie getroffen. Ist das rechtzeitig? Ich chill nur beim Geschütz. Wobei, du, das ist ja längst noch mal eine Aura, ne? Wenn du die nimmst, dann kontert, glaube ich, dann slow. Also die sind wahrscheinlich normal schnell, aber die kriegen 50% mehr Schaden. Vielleicht auch ja. Gut. Aber weil es halt gut ist. Stimmt, du hast ja auch die Slow-Aura. Wahrscheinlich wird das dadurch dann negiert. Denke ich. Hoffe ich. Na, dann nimm das. Okay, ich komme schon. Ich verrenne dich alle. Also nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Geschützt. Wow. Digga, guck mal, wie klein du gegen mich bist. Gut, ich habe 2000er Hit gerade gemacht. Oh, Schaden. Ja, Leben, schätze ich. Nimm bitte immer nur Leben. Ja, ist ja sackwitzig. Hier ist Crit hier. Ja, ich habe Schaden einmal noch genommen. Und jetzt Alter, danke für die 5000 Bits, aber nächstes Mal spenden. Wenn du es schon ausgibst, ne? Ja. Alter, mein Geschütz. Dankeschön. 2000er Kritz, ey. Das sieht völlig aus hier. Wird in alle Richtungen geballert. 2000er Kritz. Alter. Junge, wie, wie aus deinem Geschütz einfach diese Dinger rausploppen. Ja. Es ist so weird. Es ist, das ist so verflucht, dieser Run. Jo, Pier macht einfach über 2000er Crits. Ja. Heftig. Und der, immer gespannt, wenn sie crittet, du schlägst. Forever and ever. Das. Forever, ever, ever. Ja. Das ist so riesig. Ja. Es ist so stupid. Vielleicht können wir mal ein goldenes Leben auch wissen. Das Ding ist, die sind so busted. Soll ich rerollen? Ja. Das ist nicht viel Müll. Ah! Ja, scherzig. Alter, alle schlagen inzwischen zu. Digga. Alter, ich hab jetzt ein bisschen mehr Text. How big can you get? Ja, wie slow du bist. Ja, du bist so unscharf. Das ist dumm! Ich kann halt auch nicht sterben. Du bist. Also, wann kriege ich 23 Damage? Nee, diese Kugel, du musst halt immer diesen Kugeln dodgen. Ja, ja, aber das mache ich ja auch so. Alter, vor allem du machst ja auch krass Schaden dadurch. Ich mach super viel Damage. Ja. Durch diesen einen Perk, umso mehr Leben du hast, umso mehr Damage. Hier ist ein Hilfs-Sheriff, hier, Achtung, greifst du nur noch den an. Ich lass dich runter. Ist weg. So. So, wo ist das? Der nächste Schuss verursacht zweimal mehr Schaden, teilt sich mehrere Schüsse auf. Dein Angriffstempo wird um 30% reduziert. Ich will das. Hä? Dein nächster Schuss? Wie dein nächster Schuss? Alle 8 Sekunden. Ach so. Hm. Okay. Okay, geht jemand krass auf Abklingzeit? Ja. Hm, okay, was haben wir noch? Wenn du 30 Gegner tötest, erhalte 1% Chance auf kritische Treffer. Dauerhaft, oder was? Oh. Ja, und für den 50% Effekt, wenn du Schaden nimmst. Aber nehmen wir ja nicht. Ja, dann ist es doch gut für Pia, oder? Ah, nee, die kriegt ja gar keinen Crit-Chance. Haben wir irgendwas für... Ich glaube auch, dass sie das... Pia sollte wahrscheinlich schon diese Keule hier nehmen. Dieses, Ja? Ja, denke ich doch, oder? Doppelter Schaden? Doppelter Schaden auf Crit? Ja, doppelter Schaden wäre jetzt... Also, weiß ich nicht, geht doppelter Schaden auf Crit? Ja, davon gehe ich aus. Weil dann ja. Mache ich 4000 Damage. Und du fokust ja auf Bosse. Ja. Ja, dann? Ja, dann also gehe ich auf die Keule. Ewig, die fliegen. Also, ich will diese Kaktuskeule. Ist das richtig? Ich glaube, das ist richtig, ja. Ja, ich nehme die Gummipatronen, das ist krass. Was nehme ich? Was so? Du nimmst die Schilde, Junge. Ich bin die Kaktus. Links werden die Schilde so gut? Ja, also ich wette, das sind so riesige Schilde jetzt. Ja. Okay, haben alle? Ja. Digga, was ist denn los? I can't. Ich sehe nicht mehr, was du willst. Das ist mein Bild! Das ist doch eine riesige Einsammlung. Ja, das ist mir hier nur. Ah, Leben. Reroll. Ah ja, Reroll, stimmt. Ja, oh, für Brücki auch eh, Ding. Genau. Okay, kann ich. Ich glaube, ich nehme nämlich Damage. Dann nimm. Ja. Oder Schnelligkeit. Nö, nimm Damage. Auf jeden Fall wieder eine Damage mit mir. Achtung, die schmeißt jetzt Dynamit. Das ist gefährlich für Stärke. Alter, Brücki, deine Aura geht über den ganzen Monitor. Stellt sich's auch, nur weil er groß ist. Ah ja, jetzt Dynamit. Leute, ich brauch dringend noch ein Leben mehr. Ja? Ja, gut. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin einfach ein Drittel des Bildschirms. Ja. Was ist denn auch?
Ja, die roten Felder müsst ihr halt aufpassen. Die Scheiß. Ja, ja, aber die sind bald weg. Oh. Oh. Ja, ach, du schon wieder. Hallöchen. Hallo. Ja, so, jetzt coach mich mal hier. In dem Game bin ich tatsächlich echt gut. Zeig mal, deswegen bist du jetzt rüber gekommen, wa? Nee. Ich hab mal einen Sitzen, hab Bock. Crit. Drück mal R. Ey, lass mich bitte spielen jetzt. Ich will sehen, was du hast. Schon wirklich gar. Also du siehst gleich, was ich habe, okay? Ja, Crit ist nicht schlecht, Aura ist nicht schlecht, der Mensch ist nicht schlecht. Alles gut. Hast du Crit? Lass mich doch mal... Also nimm einfach Base Damage. Ja, I guess, wa? Weil der wird ja prozentual auch erhöht durch deine Herzen. Okay. Schaut's aus. Top 2700er Crit. Yes. Alter, Brücki, wenn du spielst, what? Das skaliert auch mit deinem... Alles skaliert mit. Alles ist Brücki. Alter, what the fuck, ey. So. Nicht sterben. Wo ist der Sheriff? Achtung. Ah, ja. Muss immer ja, mach immer, ne? Ich da raus. Der ist aber gleich tot. Der ist in der ersten Phase einfach tot. Ja, gut. Ja, Boss. Das habe ich noch nie erlebt. Ich hab dieses. Oh mein goodness. Okay. Also Schüsse vergiften. Verursacht prozentual Schaden von einem. Also was möchtest du. Ist wahrscheinlich für mich gut, weil ich dann nicht heftig haben. Spreade. Ja, weil du ganz wir viele hätten theoretisch noch zwei Rerolls für dieses Boss-Ding, ne? Also neu überlegen, was wir nehmen. Das hier ist für Brücke richtig geil. Yes, nehme ich sofort. Jeder Sprung verursacht einen Schaden, aber der Grundschaden, genau. Alle Sprünge gleichzeitig, alle Sprünge werden nacheinander genutzt. Das ja. Hat's die 15. Also das hier ist vielleicht für dich ganz gut, Jetzig, weil dann kriegst du einfach mal ein bisschen Crit. Aber ist das nicht für Pia? Sie kann so kein Crit mehr kriegen. Sie kann nicht mehr Crit kriegen, genau. Aber kann sie durch die Fähigkeit auch Crit kriegen oder nicht, ist die Frage. Ja, naja, aber okay, kann man ausprobieren, aber der Perk davor hat ja gesagt, sie kann nicht mehr Crit-Chance kriegen. Was ist denn mit dem goldenen Dings? Ich glaube, der Perk sagt, du kannst keine Crit-Chance mehr quasi rollen, weißt du? Ach so, stimmt, wir haben auch gar keine mehr bekommen, ne? Genau. Ja. Ach so, ja, Pia, dann nimm die das hier. Was ist das hier? Das, wo ich drauf bin, wo rot drauf ist. Wo rot drauf ist? Ja. Alles klar. Weil das gibt dir einfach Crit-Chance, wenn du 30 Gegner killst, kriegst du immer 1% mehr Crit-Chance. Alles klar. Du kannst Schaden nehmen, das ist gone. Alles klar. Ja, dann nehme ich... Ganz recht, würde ich an deine Stelle. Ich vergifte jetzt alles. Hast du gesehen, wie riesig Sterzig ist? Das ist ja komplett absurd. Der war so unscharf. Vor allem, dass das Model dann unscharf ist, ja so witzig. Es ist so broken auf diesen Nigel-Dude, wo die scheiß Projektile zurückkommen, ne? Jo. Das hat er auch, ne? Stimmt, weil das ja auch alles von der Größe skaliert ist. Aber es trifft ja alle. Jo. Was soll das? Das ist einfach zu fucking fett. Jawoll. Ich hätte gern Damage, ich muss aber nicht, dass du die Ruhe nehmen. Nee, nimm das ganz rechts, Bier. Ah, ich hab's zu spät gesehen. Hm. Hast du mir quasi weggenommen, oder? Ich brauch aber mehr Base Damage auch, weil sonst skaliert sich so gut hoch. Aber broken. Ich bin einfach riesig, Digga. Alter, 4400er Crit. Auf dem Doppel-Damage-Hit, ne? Auf dem ja, genau, der Doppel-Damage-Hit. Alter, das waren 5000. Junge, meine ganzen Scheißrakete. Vor allem, du stehst ja da. Alles absurd. Du stehst alles. Ja da einfach nur die ganze Zeit. Nee, Front and back hits, ne? Achtung, Pia, jetzt greifst du nur noch den Dings. Wow! Oh, und tschüss. So. Das ist insane für mich. Ja. Ja, sehr gut. Das Recht ist insane für Scherzig. Wenn deine Schüsse das erste Mal einen Gegner treffen, spalten sich in drei kleinen. Jo. Ja, bei meinen Dinger riesig sind. Dann nimmt Scherzig das ganz rechts schon mal. Deine Projektile zerstören. Nee, ist ja wack. Schaden um 20% vielleicht für Pia gut? Ja, das nehme ich. Aber, okay, aber verlangsamt halt deine Projektile. Ja, das ist nicht schlimm. Aber ich glaube, du hattest eh schon mal was, dass deine Projektile um 100% beschleunigt werden.
Ja, beruhig die. Ich nehme einfach das mittlere. Ich glaube, das ist immer mit Aufladen, ne? Genau, wie du herstellst. Ja. Genau. Okay. So, jetzt wird der Bildschirm geflutet vom Projektil. Auch ein bisschen, aber eben. Das ist hier entsprochen damit. Was passiert hier? Es ist geil, die Dinger prallen vom Bildschirmrand ab. Alter, ich kriege jetzt noch. Also, jetzt Baumstecken. Jetzt einfach Baumstecken. Ja. Da kannst du chillen. Ja. Das, ich glaube, jetzt schon sehr einfach. Ich stehe einfach. Vor. Ich stelle dich einfach mit Kopf. Noch mehr, okay? Ich stehe einfach. Ich bewege mich auch gar nicht mehr. Jetzt habe ich einen Schritt gemacht. Aber immer schön die Sachen einfangen. Ja, die werden ja eh gestoppt. Das ist übrigens dasselbe wie du, ne? Bounce oder Pierce ist dasselbe. Mhm. Weil jedes Mal, wenn du ein Projektil in irgendjemand versteckt, ist es ein Bounce oder ein Alter, Brücki! Was? Brücki, bitte! Hör auf! Er drückt einen Knopf, der ganze Bildschirm wird unscharf. Alles klar, 12. Wenn Brücke X drückt, ist der Bildschirm unscharf. Nein, ist ein Boss, hab ich. Ja, ja. Ja, ist ein Boss. Okay, das ist alles cringe. Oh, das ist geil. Weil das sind für mich wirklich Bastet. Ja, dann Abfahrt. Aber es ist auch generell nicht mehr so viel Gutes dabei. Ne? True. Ganz rechts war alle Jumps auf einmal, oder? Richtig nice für dich. Ja. Ich glaube, das mache ich nur aus. Just for the Bildschirm ran. Genau. Check mal. Was ist der Kaffee? Das ist für mich insane, weil dann. Was ist der Kaffee? Wenn du sagen aufnimmst, kriegst du Attack Speed und Geschwindigkeit. Oh, ich hätte gerne den Kaffee. Darf ich den Kaffee haben? Ja, klar. Wenn nicht, den rechten. Ganz linken. Okay, ja, da hat er recht. Weil nee, ganz linken oder den ganz rechten. Ganz normal. Beides macht der Mensch. Ganz rechts ist eh schon gar nichts. Wenn die Nummer deiner Herzen gerade ist, machst du 20% mit der Misch. Wenn ungerade ist, machst du 20% mit der Misch. Ja, ich hätte die ganze Zeit schon sehr weg. Ja, nimm das. Was ist das hier, wenn deine Sprünge mehr. Lieber ganz links oder ganz rechts ist fein. Haben wir keine Leben mehr? Hat Sterzig alle Leben aufgesaugt, die man kriegen kann? Also ich glaube wirklich, wenn ich das nehme, ich mache schon 6 Projektile mit einem Schuss und dann sind es einfach 12. Nee, nochmal mehr, weil ich hatte ja schon mal, nee, ja, 12. Der Schuss geht nicht nach hinten, das ist nur der eine. Nein. Das ist nur ein Schuss hinter dir. Safe? Ja. Ich habe das Spiel so unglaublich. Ja, dann muss Sterzig das nehmen, dann nehme ich das hier. Deswegen habe ich gesagt Sterzig. Naja, ja, nur ich dachte, bei mir gehen die 3 Schüsse nach hinten. Nee, leider Gottes nicht. Ja, genau. Das ist immer 3 Schüsse nach vorne, 1 Schuss nach hinten. Leider Gottes. Ich sehe nicht mehr, was von den Gegnern ist und was von uns ist. Ja. Ich bin ganz froh, dass also, du so meinst, ich brauche. Also die Projektile sind alle von mir. 400 Cable vor, also nach dem 3 Cable. Ich stehe halt nur noch. Also ich. Grüße an den Stream, hab ich gesagt. Ja, was geht? Rui, kannst du mal springen, bitte? Ich würde mich zum Boss aufbewahren. Achso, ja, alle Jumps. Oh. Hey, pass auf, dass du nicht. War das ein 12.000er Crit? Nee, ich krieg auch nur das Crit Damage schon noch. Ja, herzlich, geil, dass du das hier machst, ne? Ja, dankeschön. Ja, aber wirklich so, es ist cool. Ja, ich mach Props dafür. Ich nehm's. 7.900. Digga. Was? 7.000er? Ich hab grad einen 8.000er Crit gemacht, ja, und ich glaube vorher einen 12.000er. Das Geile ist, das Game in Koop ist so easy, weil es gibt halt genug Attribute. So, jeder geht einfach auf irgendein spezifisches Attribut. Ich mach 13.000er Crits. alle 8 Sekunden mache ich einen 13.000er Crit. Das war tatsächlich meine Silvesterparty, ne? So, Bounty of One for 4. Jo, ich hab das auch. Weihnachten habe ich Steam Deck bekommen von Tamina. Dann habe ich einfach nur Bounty of One gezockt. Ja, einfach nur so gut. Vor allem, ich hab. und wieder, komm, drück permanent auf Cooldown. Drück mal. Wait, wieso hab ich ja, nee, weil ein einziger Digga, Jump ist immer alle Jump. Was? Zum richtig Fall. Broken. Das hätte ich doch damals mir geholt, glaube ich. Boah, das finde ich so schlimm, Blade. Ich würde das nicht mal nehmen. Es ist dreimal weniger Schaden. Ja, true. Ja, also außer du brauchst so 10 plus Attack Speed, check mal. Ich würde einmal rerollen, ey. Legit bringt das nichts. Weil du one-hittest nichts mehr. Ja, aber Max muss ja gar nicht one-hitten, theoretisch. Nö, ich vergift ja alles. Also für mich ist das fein. Ja, was macht auch beim Gift? Dreimal weniger Schaden.
Ja, bei allem halt, aber ist ja nicht schlimm. Also ist ja bei den ganzen Projektilen. Ich sag nur, es kann schlechter sein, außer du hast 10 Attack pro Sekunde, dann dreht es komplett durch. Ja, ich glaub schon, weil ich hab ja. Er? Ja, dann siehst du ein bisschen. Ja, hab ich schon hier. Ich würde das nehmen. Okay. Wir sind eh komplett was. Oder wie kann man sich dann am... Ich würde rerollen. Ihr macht das, was ihr wollt. Ich würde reroll sagen. Wie lässt man sich am Controller die Sachen anzeigen? Das, was ist das? Das vierte ist so broken. Das vierte ist neu. Ich weiß, das vierte ist so broken. Du wirst durch Herzen nicht mehr geheilt, sondern erhältst 3 Basisschaden, wenn du ein Herz aufsammelst. Heile dich voll und erhalte 3 Leben. Damit hatte ich 1,7 Millionen lang. Also heavy, so. Moment. Heile dich komplett durch. Du heilst nicht mehr, aber du kriegst einfach Damage. Ja, aber da steht ja, heile dich voll. Ja, jetzt direkt. Jetzt direkt voll, direkt voll sein. Voll, kriegst plus 3 Leben und danach, jedes Herz, gibt dir einfach 3 Base Damage. Krass. Aber okay. Max, hast du nicht auch die Jumps? Einfach Leben? Ja, einfach immer ich? Leben. Was hab ich? Jumps oder nicht? Die Jumps nicht heilen. Dann könntest du die theoretisch nehmen. Stimmt. Was ist denn das rechts davon? Verursache Gegnern 100% Flächenschaden, wenn ein Projektil kritischen Schaden verursacht. Jeder, der 100% twittert, das Ding ist einfach OP. Ja, das würde ich nehmen. Ja, hier. So, dann plus ein Leben. Wie und kann Krüki, ich mir... Krüki baut das zweite. 30% mehr Cooldown auf Jumps. Richtig okay. Das wie nehme ich, wie kann ich mir Binde? Denn einmal anzeigen lassen, was ich versetzt habe? Ist und Jumps einfach immer. Permanent. Okay. Wie kann ich mir dann am Controller das ein bisschen drücken, damit was ich meine Stats sehe? Und Controller. R2. Sehr gut. R2. Also, würde ich. Ah, bauen. Jawohl. Dann muss ich jetzt Herzen aufsammeln. What the fuck? Ich sehe nichts mehr. Ich nehme Leben. Ich nehme Leben. 1275%. Wir nehmen Base Damage. Let's go. Das ist doch eine hohe Chance. Ich unterschätze Attack Speed nicht nur. Je mehr Attack Speed ihr habt, desto weniger bist du. So, ich muss Herzen aufsammeln, Leute. Wo sind Herzen? Ich bin so riesig. Hast du schon den Scheiß? Hier oben ist ein Herzen, Max. Also, ich will jetzt wissen, dass du mehr Damage machst. Mhm. Oh. Könnt ihr wieder mehr zum Geschütz kommen, bitte? Sehr, sehr geil. Das ist schon heftig. Das ist so schon sehr heftig. Ey, hast du die Aura noch nicht? Ein Cooldown und Scheiß, ne? Weiß ich nicht. Es gibt sowas in Aura, die macht Damage und das skaliert mit deiner Cooldown auch. Das heißt, je weniger Cooldown Damage und Aura-Scheiß du hast, du rennst einfach mit ganzen Gegner nicht cool. Ich würde mich einfach nicht mehr bewegen. Ich bleib einfach hier stehen. Ja, bleib du einfach beim Geschütz stehen und hab ein entspanntes Leben. Ich mach einfach gar nichts mehr. Ich stehe einfach nur noch. Ja, ich möchte aber spielen gerade eigentlich. Ja, aber das können wir ja auf zu leicht. Zu leicht, okay? Ja, offensichtlich. Ich meine, schau es dir an. Ich spiele auf 18. Schätzig, du spreadest damit den Loot viel weiter, als wenn wir stehen bleiben würden. Weil der Loot wird ja auch gesammelt zu so kleinen Säckchen. Und ist dann immer am Bildschirm ran. Ist der immer so quasi so halb rechts. Weil einer, der rechts läuft, zieht ins Klo. Warum hast du noch? Keine Ahnung, was funktioniert. So, ist ja entspannt. Wir müssen halt nichts tun. Die Säckchen einsammeln, weil die Säckchen sind okay. Ja, Brücke kann ja ab und zu so ein bisschen eine kleine Runde machen. Soll ich mal Brücke machen? Ja, ja. Ich kann die ganze Zeit Jump auf Puder machen und kann die Säckchen einsammeln. So. Das bietet sich ja an. Ist komplett dumm. Ah, Brücke, guck mal. Brücke Cooldown, Brücke Jumps. Oh, zweimal mit zwei mehr Sprünge. Brücke. Ja, oh, genau, ja. Hatten wir gar nicht, oder? Hallo. Jumps hat man gar nicht. Zack. Das ist ein absurdes Spiel. Heute Weltrekord, ich sag mal. Heute Weltrekord. Hehehehe. Viel Sprünge. Viel Sprünge passiert, Alter. Also. Ich hab's. So nimm. Dota von mir und ich bin auch Dota Pro, also ich kann alles quasi. Oh, guck mal, hier unten ist ein Hilfs-Sheriff gestorben. Naja. Oh, hast du gar nicht gemerkt, oh. Das ist mir nicht aufgefallen. Das nehme ich jetzt aber. So, ganz rechts lebensschädig. Warum ist das jetzt mal? Das ist ja geil. Wenn du Schaden nimmst, werden Projektile um dich herum geschossen. Er hatte ein Leben. Auch nicht schlecht. Schädig. Ja, das ist dasselbe, nur besser. Aber alles gut. Wer hat noch keine Strigung? Jeder Sprung verursacht dir einen Schuss. Irgendjemand? Das ist ein Stepp. Was passiert denn mit dem Jump, wenn ich das jetzt nehme? Also, das ist sterblich sofort, oder was? Ja, ja. Nee, nicht sofort, aber schon. Ja, ich habe ja neuen Jump. Das ist sehr dumm. Das kriegt ja halt gar nichts. Nämlich das jetzt den Magnet. Okay, hier willst du das hier nehmen? Ich weiß nicht, was das ist. Naja, das ist, gibt dir ein Leben und wenn du Schaden nimmst, ballerst du Projektile weg. Das Leben. Ist diese Tasche, ne? Weil dieser, nee, was ist das? Das Grüne. Das Grüne, ja, dann nehme ich das. Das ist so dumm, was hier. Ja, aber dann kann ich das nehmen und jetzt bin ich mal gespannt.
Weil ich müsste jetzt eine absolute MG sein. Yo, what the fuck? What the fuck? Okay, wo bin ich, ne? Oh Gott! Warte. Oh mein... Okay. Jump doch mal. Wir wollen, dass das Spiel sich aufhängt. Oh, Scheiße. Ich sehe nichts. Ich habe das Spiel so hart gesuchtet, die Raketen bringen das Spiel dazu, weniger zu lecken als ohne Raketen. No joke. Ich weiß nicht warum, ich kann das nicht erklären. Ich seh mich nicht mehr. Seht ihr Herzen? Ich seh gar nichts von mir selbst. Drücki, ich seh volle Jumps. Was ist da los? Ich seh nur noch Sterze und Raketen. Ja, drück da mal. Ich will halt, guck mal, wie unscharf ich bin. Ich seh nur Sterze. Guck mal, wie unscharf ich bin. Drücki einfach wieder so drei, vier. Oben ist ein Herz, oben ist ein Herz. Im Norden ist ein Herz. Wo sind die Säckchen? Da links oben ist ein Säckchen. Überall so. Oh. Dammit. Oh, ich musste instant. Instant. Ja, das. So, jetzt baller ich noch viel, viel schneller. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, du bräuchtest jetzt ohne Scheiß diesen Crit-Explosionsscheiß. Nein, Brücke hat ein Herz aufgesammelt. Ich sehe mich nicht mehr. Genau, ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, das weiß keiner mehr. Das ist normal. Ich sehe dich. Du bist in der Mitte. Brücke. Nice. Ja, warte, aber ich will auch meine Herzen. Der sammelt immer meine Herzen auf. Alter, Sterzig. Schön, das Ding ist, ich mache einfach gar nichts. Ich mache auch gar nichts mehr. Sheriff incoming. Ach, ja, der kommt von rechts rein, musst du aufpassen. Was für ein okay. Pass auf, wenn der stirbt, rennt er wieder nach rechts. Hallo, stirbt, steht nicht auf der Linie mit dir, ansonsten sterbt ihr. Immer schön nach unten rennen oder nach oben. Wieso sterben wir? Weil dieses Pferd raus. Aber er ist also, sorry Coach, aber ist vorbei. Ne? Also, wir machen weiter. Fortfahren. Ihr müsst immer noch meinen Passwort machen. Das kriegen wir easy. Ja, wir machen jetzt einfach weiter. Ich wünsche euch Leben. Wir haben alles. Ich glaube, ich krieg Leben. Ja, dann nehmen wir alle ein Leben. Wer jumpt denn nicht? Hallo, das sind 150% Damage auf dem Jump links. Irgendjemand, der seinen Jump nicht benutzt, einfach nehmen. Das ist ich glaube, Leben. So, ihr defft mich, dann trefft mich nämlich alles nur mit Bier. Oh mein Gott, ich habe gerade einfach 10 Base-Life aufgesammelt. Zack. So, oh Max-Life, der hat sie. Ich habe über 30 Eureka, Freunde. Jetzt bin ich bei 31. Und jetzt spendet mal alle einen Euro, bitte. Hier, Keks. Wenn jeder einen Euro jetzt spenden würde, sind wir 0,nix bei 15k und Brücken macht einen Dota-Stream. Gibt doch nichts Besseres als das. Du bist so riesig. Ja, ich bin einfach nur... Bitte geh. Ich bin halt irgendwann... Ist es so, da ist ein Hilfs-Sheriff tot. Du denkst, es geht um und dann in 2 Minuten kommen einfach so 100% in Spielfächer und dann ist einfach rum. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Ich nehme den Magnet. Was sind denn die anderen Sachen? Das ist Damage. Das vierte. Was macht es dann hast genau? Du gerade HP? Ich habe gerade HP, ja. Dann nimm das dritte. Das dritte? Ist einfach 20% mehr Schaden. Welches? Das dritte. Das dritte. Wenn du gerade HP hast, 20% mehr Schaden, nehmen wir mit. Ach so, gerade meinst du gleich, ja. 8. Oder 10. Ich glaube, ich habe 7 gerade. Das ist schlecht, dann würde ich es nicht nehmen. Dann würde ich das zweite nehmen. Was macht das zweite? 1 HP mehr, explodieren. Ich drücke eh nur. Ist klar. Ja, mach alle. Ja, easy. Wo bin ich denn eigentlich? Hallo. Er sieht man nicht mehr. Ja doch, wenn ich spreche. Du hast doch so viel Bounty, ne? Easy. Ich bin irgendwo in der Mitte. Hoppala. Ich will das rechts. Was ist das? Das ist für mich. Gelb? Ja, das ist noch mehr Bounce. Gelb, ja. Okay. Ich brauche mehr Bounce. Ja, alles ich klar. Ich würde nicht mehr nehmen, einfach Range. Naja, weil er alles vom Bildschirm abschreibt. Ja, das passt Bildschirm. Auch. Ist auch richtig. Also, wir sehen eh nicht mehr. Ich erkenne keinen Unterschied. Ja, aber jetzt schaffen wir es. Ich habe 33 Leben. Ah, da oben ist ein Herz. Geil. Junge. Ich hab. Mir, gleich wird das hart. Ne? Also, du glaubst nicht, wie schnell das Spiel hart wird. So gegen Endless Mode. Das wird wirklich hart. Hast du den TLT? Bitte was?
Das ist mein Lieblingsbild. Einfach TNT-Sprung. Aber ich ist drin. Der TNT ist das große Blaue, was du siehst, nachdem du springst. Ah, okay. Ist schon auf der ganzen Map. Es ist weiter, als ich dachte schon. Direkt von Unfall. Easy. Ja, dann. Also ich hab meinen Controller jetzt seit echt Minuten nicht mehr bewegt. Oh, hier ist ein Boss. Ah, da rechts unten. 400%. Easy. Hier ist ein Boss. Ich nehme Leben hast du denn? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme jetzt auch ein Leben. Nimm mal ein Leben. Was würdest du sonst nehmen? Ja, Damage. Warum willst du nur noch Leben hier? Also, weil wir alle Perks haben. Das ist das Leben. Einfach nur, oh mein Gott, wie viele Frage. Du bist hier der Experte. So, 6 Leben. Ja, 2 Leben. Ich nehme Range. Aura. 6 Leben. Einer, 2? Digga, 35 Leben. Wir sind bei 392%. Ich hab meinen Rekord nicht voll für mich. Das ist mein Lieblingsbild. Also, tatsächlich mit diesem komischen Range-Tapier. Spiel ich immer, wenn ich so drin. Es ist halt einfach ein bisschen verwundbar. Zu dem Punkt, wo ich alle Kamera habe. Tja, sonst so? Ich halt nicht. Was, also, ich bewege halt einfach. Also, würde das Maxim sehen, das würde ihn so glücklich machen, glaube ich. Der hat das Spiel auch sehr viel gestreamt. Ja, ich brauche mich jetzt auch nicht mehr bewegen. Kann ich nicht Oh. Ich glaube, ja, wir nehmen Leben. Ich glaube, wir haben oft zu leicht gestellt. Nee. Ja, aber das endet sehr schnell. Das spielt nicht so für 4 Leute. Von wie riesig deine dummen Schilde sind. Doch. Sieht aus wie so eine Gimpfe. Was für eine Gefahr seid ihr? Ja, wir waren zu leicht gestellt. Reroll. So. Ja, das auch, aber das Spiel ist gar nicht darauf vorbereitet, dass 4 Leute das spielen müssen. Doch, klar. Du musst es nur schwerer stellen. Ja, eben. Gut. Also ich sag mal so, lass mir die Gefahr 18 nimmt ihr pro Hit 3 Schaden statt 2 Schaden. Das ist schon assi. Ja, ich glaube auch, dass wir es einfach nur zu leicht gestellt haben. Also 3 statt 2 ist jetzt nicht so schlimm. Nee, aber es ist ultra, also ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um von 9 auf 10 zu spielen, tatsächlich. Also von diesen 1 Schaden auf 2 Schaden. Das ist wirklich nicht sehr lecker. Ich meine das ernst. Ich glaube auch einfach, dass wir... Also ich glaube, wir haben es zu leicht gestellt, oder? Ich glaube, wir haben es zu leicht gestellt, ja. Ich kann es nicht sagen. So, der Anfang ist das Schwierigste. Und wenn der Anfang läuft, dann... Ja. Ne? Kann man auch mal schwer. Das ist so bescheuert. Ich mache auch schön die Augen. Oh, das ist Nilschere. Ja, ist mir egal. Ich komme den weg. Du kommst nicht dazu, den wegzumachen, weil ich hab den schon weggreifen. Ich komm den doch aus dem Spiel raus, du kannst gar nicht angreifen. Wo ist deine Kiste? Es dauert ein bisschen länger, ich habe auch mal Magnet genommen, das heißt, ich kann jetzt alles einsammeln, was um uns rum ist. Wir bleiben einfach stehen und chillen. Alles easy. Ich sehe nicht mal, wo ich bin, aber jump. Siehst du? Easy. Perfekt. Ah, Leben, cool. So, jetzt habe ich wieder 20% Bonus und jump. Das ist ein Endgame, das ist ja auch nicht gelohnt. Ich bei allem jetzt. Junge, du bist einfach so groß. Du bist einfach höhlenvoll, Junge. Das kann jetzt ehrlich jeder übernehmen, ne? Das ist der Jump-Punkt. Ich versuche die ganze Zeit, meinen Job ist nur noch Herzen zu entdecken. Ich kann einmal einen Schaden übernehmen, aber du musst eigentlich irgendwie R drücken. Also Cooldown nehmen wir mit. So, und dann kannst du noch öfter erdrücken. Also, du kannst eigentlich einfach nur permanent. Ist ja bitte loop-friendly, ja? Kann ich komplett. Ist jetzt loop-friendly. Also, solange ein bisschen keinen Schaden mehr macht, dann. Boah, ja, weißt du immer, wo ein Herz liegt? Aber das dauert. Nee, ich sehe nichts leider. Aber. Sag mal, Mensch, wo bin ich denn? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt auch nicht. Welches Herz nehme ich? Ja. Irgendwer muss noch drücken. Grün oder gelb? Achso, sorry. Ich sehe mich nicht mehr. Und ich glaube, nehme ich noch. Das ist ja auch die Schwierigkeit. Wo bist du denn, Brügge? Ich sehe mich auch nicht mehr. Also gar nicht mehr. Ich bin Illis. Da bist du, links unten. Du hast 3 von 9 Leben. Oh shit. Okay. Und wo? Geh in die Mitte. Wo bin ich? Ich sehe mich rechts nicht. Rechts oben. Jetzt bist du genau in der Mitte. Ich sehe gar nichts mehr. Mit den ganzen vier Leben. Ich sehe mich. Da bin ich. Okay. Aber ich muss trotzdem weitermachen. Aber ich muss weiter. Okay, ich nehme mich wieder nicht. Aber gleich haben wir Happy 40. Die ganzen Racken. Du bist wirklich der Einzige, der das Geld hat. Das ist ein legit der Einzige, der das Geld hat. Außer
derjenige, der jetzt mit dem Herz. Oh, du hast Damage bekommen. Wer hat das denn mit dem Herz genommen? Mit dem Herz? Ja, das wäre anstatt Heilung. Ich, ja. Ja, dann musst du eigentlich relativ. Ich sehe ja keine Herzen. Das mache ich jetzt ja. Das ist eh RIP. Das ist komplett gut. Und wie gesagt, gleich fangen die Gegner an, so mit 100.000. Da ist ein Hilfs-Sheriff. Die rennen mitten in das Feind. Und das würde weglaufen. Ansonsten. Ich kann nicht weg. Du bist der Einzige. Oh mein Gott, jetzt rasiert ihn so, wenn der nahe kommt. Ah, cool. Ah, ja. FL40, Leute. Okay, einmal in den Chat. Was meint ihr, welches Goal schaffen wir mit Stärzigs Leben? Das ist wirklich eine gute Frage. Wie weit kommen wir? Also, ich. Brücki klaut mir halt jedes Herz. Ich muss ja auch leben, Max. Ja. Aber ich skaliere damit. Also, ich krieg 3 Base Damage pro Herz. 60, 100. Ja. Mal gucken. Das Ding ist. Ich glaube, ich krieg Motion Sickness. Ja, die kommen aber immer näher gerade. Ich glaube, 60 ist schon relativ. Oh, Brücki ganz rechts. Lass mal Brücki ganz rechts. Ja, safe. Ich glaube, ich krieg Motion Sickness. Der ist ja schon fast am Permajumpen. Der braucht kein Cooler mehr. Einfach drauf dafür. Okay, also die kommen gerade immer näher. Ich kann es nicht. Ich kann es legit nicht erkennen. Aber ich sag ja so viel, wenn die nah kommen, dann mach ich auch. Also ja, ja, ja. Das ist ein Boss. Wo? Der ist weg. Ich hab dieses Auto nicht nur so aus Spaß gespielt. Der war da. Ja, wo ist seine Tour, Alter? Da habe ich das Video von euch angeschaut. Und dann dachte ich mir so, ey. Na, guck mal. Ich bin jetzt hier im Highscore. Das kann ich eigentlich nur verpassen lassen. Das muss man ja tun. Und dann habe ich halt im Solo einfach mal so einen 400-Tage Highscore geballert. Und bin halt Top 100. Und dachte mir so, ey, die müsst ihr erstmal knacken. Und dann spielen wir. Ja, jetzt sind wir hier. Ja, und Koop ist halt geil. Also das Spiel ist das erste Koop geil seit so langer Zeit, wo ich übel abfeiere, weil... Ja, das ist halt geil. Du kannst halt einfach über Steam Share, was auch immer, kannst halt mit Leuten auf der anderen Seite... Alter, voll geil. Es ist so dumm. Also, es ist so unscharf. Guck nicht mehr hin, Schwert. Einfach weggucken. Deine ganze. Also, ich sag euch, 10 ist schon mal hart. Mach mal so ein 10. Alter, Chris, ich kann gar nichts mehr wahrnehmen. Das tut mir so leid. Wahrnehmen, hallo, ich seh nichts. So, jetzt kriegt eine Bürger auf dem Screen. Welchen Ruhmesrun hast du denn geschafft? Ja, aber Brücke, dein. Was ist dein höchster Ruhmesrun, bevor du die große Welle machst? Okay. Ja, okay. Da ist plötzlich Ruhe im Raum. Was ist dein höchster Ruhm gewesen, was du geschafft hast? Was für ein Ruhm? Ruhm ist also hier der größte, krasseste Run. Schwierigkeit 410 K 18. Sagt mir nichts. Schwierigkeit 18, 410 K. Rating, was auch immer. Heißwort. Okay. Schön. Gut. Nee, das dauert zu gut. Wenn ihr 5er seid, kriegt ihr vielleicht halb Euro zusammenfügen. Anderthalb. Nicht 2,8. Du kriegst halt anstatt einen Schaden irgendwie 3 Schaden. Und es sind 50% der Gegner und es schießt alles irgendwie 70% schneller. Max, das ist komplett durchgedreht. Also später auf den Schwierigkeitsgraden, das ist halt echt schwer. Da ist ein Herz! Im Na, ich hab's! Ja! Da ist ein Hilfs-Sheriff, der ist tot. Das ist ein Herz, Leute! Das Ding ist, deine riesigen Schilde deffen uns vor all diesen roten Kugeln. Ja. Weil die. Also diese. Was soll das denn? Warum biegen sie sich so? Weil es so riesig ist. Es ist so broken. Also. Es ist halt broken. Bin ich Crit jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich kritte. Ich sehe regelmäßig so 10, 12, 20. Du stehst unter deinem Bein, guck dir das an, Stefan. Aber ich weiß es auch einfach nicht. Wenn du dich nach links drehst, bin ich genau unter deinem Weg. Vor allem wie. Mit dem Helm sieht er schon sehr heftig. Ich leg jetzt meinen Controller hin. Ja. Du siehst auch keinen Hit mehr, aber es kommt 50 raus. Brügge hat das vorgeschlagen, ne? Er macht deswegen hier so und es kommt dabei 50 raus. Das ist ja hammer. Aber das muss ich jetzt auch spielen. Also. Ist bewegend. So, du löscht einfach alle Kügelchen mit deiner Aura, dass sie geslowt sind. Ja. Da kommt nichts ran. Alter. Oh, bist du kommt was ran. Wo bin ich? Ich bin da. Ja, aber stärkst dich, glaube ich, nicht mehr.
Sag mal, wäre ich riesengroß, wären dann auch die Rockets riesengroß? Ja, das ist halt bescheuert. Projectile Size Scale mit deiner Size. Ich habe meinen Controller nicht mehr, in der Hand. Ja, das ist halt das Dumme. Wenn du Nightshade oder so spielst und diesen. Da ist ein Boss. Ja, das ist eh weg. Das ist egal. Oh, Brücke hätte weggeballert. Ja, höchstens die TNT-Dinger. Ah, jetzt habe ich Schaden nicht bekommen. Dieses Tunnel ist rot. Ich brauche ein Leben irgendwo. Also den zweiten ja, hier hast du das. Den dritten schießen rot. Der Zick wird. Und dann gibt es einen Run Maxima? Ja. Ich soll wieder hier kommen. Nur die andere Ecke. Da kommt Hilfe. Also, mein Maximal war irgendwie ungefähr, ich kann euch 2 Stunden gespielt und dann weiter. Wie fühlt man sich nach 2 Stunden so? Ist schon. Das ist ein Hirt! Nein! Ich hatte Solo 415 Grad. Und hatte irgendwie so 3-4-AB-Stände. Ja, Pierre hätte auch gern Attack Speed, aber wir kriegen nur noch Leben. Ja, generell geht's aber ganz rund hier. Jo. Aber 50 reichen was Zeit. Was, 50? Also, ich hab Leben. Ja, aber 50 Level. Du bist so riesig. Es, meine Augen. Vor allem dieses Unscharfe, ne? Wenn ich dann immer dein PC, der Mini-Monitor, der sitzt aber nicht richtig drauf. Aber es ist einfach unscharf. Auch die Schilde. Das sieht man richtig. Pass auf, den Schlagschatten vom Fotos. Der Boss nimmt keinen Schaden. Das fängt der erste Boss fängt an, der wirklich irgendwie in eure Richtung kommt. Der erste Stürf ist echt komplett entlang. Welcher Boss? Ich hab nicht mal einen gesehen. Naja, der Brücki ballert ihn halt immer wieder weg. Ist er noch am Leben? Da ist er. Brücki muss er kämpfen. Ja, der kann gehen. Du musst einfach den Boss üben. Der kann leben. Ich schieb ihn weg. Auf 30 Das ist ein Herz! Ich krieg's weg! Ich hab's! Wie du da so rausrennst zu diesem Herz, Alter! Ich bin auch übel schnell! Also, auch wenn es aussieht, dass du gerade ultra hart bist, du musst halt den Boss wegschieben. Der hat einfach zu viel. Und wenn der zweite Boss so stackt, gibt's einen Bugs, dann sterben wir. Also, ihr müsst den töten. Schwierig ist aber das Sehen. Ich sehe halt nichts. Ich sehe auch den Boss nicht. Ja, ab und zu kommt er ins Bild und er verliert echt nicht viel Leben. Da rechts ist er jetzt. Hä? Okay, der ist wieder Full Life. Das ist jetzt wahrscheinlich. Das ist ein anderer, oder? Nee, das ist ein anderer. Oh, links unten ist er. Okay, links unten sind beide. Jetzt leckt's auf einmal. Ich sehe doch nichts! Links! Ja! Ja! Von links kommt er. Ich springe auf der linken Seite hoch. Ja, Leute, lasst eine Spende da. Also, wir sammeln ja immer noch. Oh mein Gott, die kommen rechts gerade sehr viel näher. Ich greife nur die Bosse an. Ich kann euch rechts nicht helfen. Unter dem Team ist ein Link und jeder hat ja mal wohl zumindest so eins. Ich greife nur Bosse an. Ich greife nur Bosse an. Donate? Mein Spiel ist gefälscht. Oh. Nee, alles gut. Wir sind der Kinder. Kann jemand mal einen Clip machen? So ein Zwischendurch vielleicht mal? Ja, so ein kleiner Clip wäre klasse. Ja, vor allem mit Umschärfen. Ist wichtig. Ich hab die Bosse gleich. Und dann einfach mal Maxim. Also, ja, ich beschreibe jetzt die Ich hab die Bosse Schoport. Gleich. Hast du das Spiel auch verstanden? Also, Sterzig, Size, garniert mit seinem maximalen Leben, macht mehr Damage, Digga. Ich hab einfach 1 Million Projektile. Pia crittet irgendwie 7000er. Und nee, Brücki 30.000. 30.000er Crits. Und Brücki ballert, springt hier die ganze Zeit ohne Cooldown. Und alles so unscharf, weil alles so riesengroß gescaled ist. Vielen Dank. So, das kann man gut flippen. Guter Clip. Ich greife nur die Bosse an, deswegen kann ich links jetzt auch nichts halten. Das ist übrigens perfekt. Oh Gott. Oh. Ey, ich krieg richtig viel Incoming Damage. Wer tut euch weh? Ruhig ein bisschen Konzentration. Wo ist der Jump? Da ist der Jump. So. Digga. Vielleicht komme ich noch nicht. Es fängt wirklich an, hart zu werden. Ohne Scheiß, es wird richtig hart, es wird schnell hart, es wird nicht wenig hart, es wird so innerhalb von Sekunden. Du sagst seit 15 Minuten, dass es hart wird. Korrekt. Es läuft alles noch irgendwie. Also irgendwann geht drauf. Du sagst ja auch. Ich hab den einen Boss raus. Ein aber entspannt. Da ist der Boss raus. Da haben wir uns das Herz. Ich weiß nicht, ob wir 50 schaffen. Ja, ich bin auch gespannt. Oh, da ist der zweite Boss. Ja, wenn die halt an Stärzig rankommen, kriegen die so hart Damage. Weil bei mir kommt der dann auch, also je näher die kommen an dich ran, desto mehr raste ich auch aus. Ja, was wäre denn jetzt? Ja,
Da kommt ein Boss. Voila. Okay. Eine Krise. Number. Ist so unscharf auf meinem Bild. Irgendjemand kriegt Damage. Ich weiß nicht mal wer. Ja, ich auch nicht. Vielleicht nicht. Who knows? Also, ich würde gerne 10 von 17 nehmen. Ja, weil ich wirklich springe. Lass mal drin gehen. Das läuft. Oh Gott. Na Chat, ja, ich entschuldige mich schon jetzt für den Vorschlag. Das war scheiße von dir. Geht's euren Augen? War richtig scheiße von dir. Geht's euren Augen? Rücken muss. Ja, super. Ja, also. Hey, die rennt teilweise auf der Stelle. Es ist so am. What the fuck, Alter? Gerade ist. Ich würde ja mal wissen, ist zu viel, also ein Boss fast durch. Krise einfach. Wie Brücke der hoch oder weißen Band. So. Ja, jetzt ist vorbei, ich sehe nichts mehr. Es leckt, alles leckt. Jamf, jamf, der Rügel, jamf. Da kommt ein Boss zu den Leuten. Ja, es ist einfach vorbei. Ich sehe nichts. Es gibt nichts mehr. Jamf einfach in den Leuten drin. Du machst echt eine große Radius dran. Einfach in den Leuten drin. Das Wort. Komm, trink doch einfach ein Scheißbier, Mann. Die Backseat Gaming hier. Ich krieg grad richtig Schaden. Irgendwer muss mich beschützen, bitte. Ja, geh zwischen Stetzigs Beine. Das ist tatsächlich der sicherste Ort. Weil dann bist du genau in der Mitte zwischen den Schilden. Brügi muss weiter. Ich mach weiter. Ich will Half-Life mittlerweile. Ist nicht gut. Ja, du bist halt die Einzige, die sich nicht so gut hier. Ne? Ich heil mich gar nicht. Brügi sammelt immer in Herzen ein. Hast du nicht den Pro-Level-Ding hier dabei? Doch. Hier? Ja, weil ich muss Level machen. Okay. Oh! 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 Okay. Aber wir sind gleich Level ab. Ich bin gleich tot. Der Leck war nicht zu meinem Vorteil. Wer schaut sich sowas in der Nacht in einem Stream an? Ja, ich. Also wenn dann sowas. Also Leute, die spenden wollen, die ihr Geld gerne für einen guten Zweck geben wollen, die machen das. Leute, wir brauchen ein neues Level. Deshalb spenden. Geil. Mal sehen, was wir bekommen. Nice. Leben. Nice. Wir sind gleich Level ab, da gibt es krasse Probleme wieder. Stimmt. Dauert jetzt halt. Alter, Junge. Brücke verliert. Wer von euch hat schon Motion Sickness, Chat? Muss ja irgendwas tun, dann muss ich gucken, wo er bleibt. Da, jawohl, Brücki, schieb sie weg. Ja. Super. Wir können ja gleich mal so eine Beruhigungsküchen-Camp machen. Das war für ein paar Sekunden. Ey, kann ich da mitkommen? Nee, Brücki ist das Einzige. Ich kann gar nicht mehr, Alter. Brücki hat echt so einen stressigen Job, ne? Wir drücken nichts. Oh, ja. Wait. Ich bin fast tot. Ich war fast erlöst. Ja, wenn Brücki tot ist, sterben wir instant. Durchhalten, Brücki, gleich Level ab. Da bin ich tot, oder? Wir haben zu viele Hilfs-Sheriffs. Ich bin tot. Wir haben ein Problem. Wir haben zu viele Hilfs-Sheriffs. Ich sehe nichts. Nee, nicht bewegen. Nicht bewegen, Scherzi. Oben den Löffel da. Wir müssen es tanken. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe mich nicht. Ah. Oh, Scheiße. Wie flüssig das ist. Ihr könnt mich aufheben. Ah, nein, bitte nicht. Ja, Brücki, du kommst wieder. Ich komm wieder. Spam Jump. Jumpen, Brücki. Jump. Nice. Wo bin ich? Nice. Wo bin ich? Wo ist hier, du bist. Ich weiß nicht. Ist der Turret noch da? Nee. Nee, der ist rechts oben. Können wir wieder rechts oben hin? Ja, der ist hier. Ah, da. Ja. Ich sehe mich nicht. Ja, ich glaube, du bist tot. Ich weiß nicht. Ja, guck unten rechts. Ja, nee, zeig. Weiß jemand, wo Pier ist? Nee. Geh mal genau aufs Geschütz, bitte. Ja, Pia, das kann so eine halbe Stunde jetzt dauern, ehe wir Level Up sind. Bei jedem Level Up können wir jemanden nämlich wieder mitnehmen. Ich habe aber nicht mal gesehen, wie ich gestorben bin. Ich habe einfach mich irgendwann verloren. Ja, hat jemand das geklippt, wie Pia gestorben? Brücki sind der Abo-Falle. Wo bin ich?
Alter. Meine Fresse. Jesse, stell dir mal bitte. Aber ohne Pierre schafft die Bosse nicht, oder? So wär's es zwischen deinen Beinen. Ich weiß nicht, ob ihr ohne mich die Bosse schafft. Ich bin jetzt so ein bisschen kleiner geworden. Jaja, du hast Hälfte deines Lebens verloren. Ja. Kriegt ihr schon weg ohne mich die Bosse? Ja, wir sind schon 12.000 angeritzen. 30. 30.000 angeritzen. Ich hoffe, wir sterben bald. Ich hoffe auch. Nee, es ist Vorzeichen. Jeder von euch hat erlebt an diesem Banger, endlich. Ja, Pia, scheiße. Ja, Pia, nicht Pia, ich bin neidisch. Ich bin befreit. Es ist so toll. Ich habe nie mal gesehen, wie ich gestorben bin, aber es ist schön. Ich sag euch, dieses Spiel auf Solo Highscore zu grinden ist echt hardcore. Da ist noch gar kein Problem. Wir brauchen jetzt ein paar von diesen Kisten. Wenn ihr durchgelebt, könnt ihr nicht sterben, weil wir ein paar Wecken. So. Das ist das Schlimme davon. Ihr werdet unendlich lange spielen können, so weg. Aber Brücke wird für uns selbst nicht sterben. Nee, der ist auch aus, wir müssen jumpen. Ich sehe mich nicht mal mehr selbst, aber ja. Ah, bei X, ne? Ja, klar. Ich sehe mich nicht mal mehr. Der Max wenigstens HD alles. Leveln wir eigentlich gerade gar nicht mehr? Also ist Pia jetzt wirklich befreit? Ja, ich krieg nichts mehr tot. Pia kann theoretisch in die Küche gehen, essen, trinken. Aber ihr kriegt tatsächlich nichts mehr tot. Ansonsten wird die Highscore-Höhe sehen. Also, ja. Oh! Oh! Hm? Schön. Ja, der Schaden fehlt jetzt, ne, um sie tot zu kriegen. Jupp. Ja, das ist aber schon ein sehr nice. Ich finde das schon toll, dass mein Charakter actually sehr useful war. Ja, ohne dich sind wir komplett aufgeschmissen. Ja. Das kannst du gerne noch ein paar Mal sagen. Hier läuft gar nichts mehr. Ja, das finde ich gut. So, und wieder zurück. Es waren keine 2 Minuten. Na gut. Na gut. Bitte so lassen. Endlich mehr Bitrate, finde ich auch gut. Mehr Flatter als 3%. Ja. Ja, das ist schon entsprechend. Ne? Die letzten 12 Stunden des 24-Stunden-Streams so machen? Ist auch geil. Also, ich würde nach Hause fahren, wenn ihr das macht. Oh. Oh. Also kurz zu eurer Information, wir leben noch. Wir leben. Mach mal ein Hörspiel raus. Meine Augen kratzen nicht mehr. So, wir kommen zurück. Ja, natürlich. Während du da chillst, oder was? Hey, hier, Red, hast du Bock oder was? Willst du ein bisschen spielen? Du hast doch bestimmt voll Bock zu zocken, oder nicht? Wer? Du jetzt! Ob du nicht rüberkommen willst, ein bisschen zocken. Du, bei mir? Ist saugeil, macht gerade richtig Laune. Ja. Warte, einfach ein bisschen zocken. Das geht nicht mehr in der Hand. Frag du Pia. Hm? Pia, hast du Bock, ein bisschen zu zocken? Nee. Nee. Ich hab meinen Soll erfüllt. Ich habe eine 61.000er Bounty, damit bin ich die zweiteuerste hier. Völlig fein. Also, ich würde sagen. Ihr macht halt wirklich keinen Progress mehr, seitdem ich weg bin, ne? Es gibt halt kein Geld mehr. Ja, deswegen, also ich glaube schon, dass Brückis Launchstelle stirbt. Ich sehe zwar selten. Ja, aber mehr so. Also nicht wegen. Aber nicht, weil das Game schwerer wird, sondern weil ich immer schwächer werde. Also physisch. Ach so. Du hast keine Kraft mehr zu springen. Das ist wirklich so. Also auch ein Logo. Das ist einfach ein schneller Abbau. Ich geh mal aufs Klo. Halt was? Oh, wir kriegen gerade richtig viel aufs Maul. Ich sehe mich nicht mehr. Also. Again. Oh, ich hab 7 nur noch. Ja, dann lass uns aufhören. Alter, danke schön, Mann. Einfach das ist Dankeschön. Nein. Endlich frei. Ich krieg kein Headspot. Oh nein. Endlich. Nein. Endlich. Now I'm free. Nein. Ich will nicht aufhören. Guck mal, jetzt kommt meine Textspeed zum Einsatz. Seht ihr das? So. Ihr da so ganz scharf und klein.